Du bist der Weg in die Ferne gegangen. Warum? Ja, für mich war klar, dass ich einmal ins Ausland gehen will. Und ich denke auch, dass es für mich ein Schritt ist, wieder im Profibereich zu einsteigen. Und, der Weg ins Ausland ist einfach auch wichtig für mich, um Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke einfach, dass es mich weiterbringt im fußballerischen Bereich. Und, ja, und hoffe, dass ich jetzt in der Zeit, in der ich im Ausland bin, viel Erfahrung sammeln kann und davon dem profitieren kann später. Wie ist der Fußball in Thailand zu beschreiben? Das Niveau ist sehr hoch. Also ich bin jetzt in der zweithöchsten Liga und man kann es vergleichen mit der Challenge League hier in der Schweiz. Und, ich habe natürlich auch zuerst geschaut, ob das für mich etwas ist. Und ich bin ins Probetraining gegangen und habe dann auch festgestellt, dass es für mich sehr gut ist und habe dann gehofft, dass ich einen Vertrag überkomme und was dann auch passiert ist. Selber bist du, glaube ich, recht gut drauf im Moment. Was erwartest du heute Abend gegen Lettland? Im Moment, ja, ich bin gut drauf. Ich fühle mich auch gut. Ich habe mir auch Selbstvertrauen geholt in diesen drei Meisterschaftsspielen. Und ich erhoffe mir selber, dass ich Torerfolg habe. Und wichtig ist aber, dass die Mannschaft einen Punkt holt oder so gerne einen Sieg. Im Prinzip ist es nicht gross anders, einfach, dass ich jetzt noch nebenbei in die Schule gehe. Aber vom Trainingsaufwand her und vom Spielaufwand ist es eigentlich fast identisch. Also ich trainiere immer noch sehr viel, viermal in der Woche plus am Samstag spielen. Also ich habe immer noch 5 Einheiten in der Woche, was sehr nicht unbedingt viel weniger ist wie vorher. Also von dem her ist es eigentlich eine Situation, die für mich super ist. Ich kann morgen in die Schule am Nachmittag und am Abend kann ich mich ein bisschen auspowern beim Shooten. Und ich spiele auf einem Niveau, wo es mir noch erlaubt, so gerne Nazi zu spielen. Also für mich ist es eigentlich momentan ja, super. Das Niveau, das du gerade angesprochen hast, von dem FC Unterföhring, wie könnte man es beschreiben, jetzt im Vergleich oder mit, wenn man sie in der Schweiz einordnet? Ja, es ist immer schwer, um so einen Vergleich zu machen. Aber die Jungs sind eigentlich alle gut ausgebildet, sind 3/4 der Mannschaft, sind bei 1860er Jugend gesehen, bei Bayern oder bei Unterhaching. Also sind eigentlich alles recht gut ausgebildete Jungs, die vielleicht den Sprung bis zum Profi nicht ganz geschafft haben, aber immer noch recht gute Fußballer sind. Also von dem her, ja, ich glaube, die 5. deutsche Liga ist sicher auch, wenn es bald ist, und der ist der 4. Schweizer. Also ich glaube, ist die 5. deutsche nicht unbedingt schlechter, würde ich jetzt mal sagen. Können wir der Martin Böhl heute in der Startformation erwarten? Oder anders gefragt, wie siehst du im Moment so deine Rolle bei der Nazi? Ja, jetzt im Moment ist es so, jetzt bin ich seit einem Jahr, über einem Jahr nur dabei gewesen. Im Moment muss ich ein bisschen kleinere Brötchen machen, denke ich. Ich bin einfach gerne dabei und bin froh, dass ich wieder da bin. Aber ja, jetzt, im Grunde genommen geht es einfach darum, dass wir als Mannschaft wieder ein bisschen erfolgreichere Spiele gestalten können, wie jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Und ja, meine Rolle ist eigentlich sekundär. Ich glaube, ich will einfach der Mannschaft helfen, ob es von Anfang an ist oder wenn ich zum Einsatz komme, wenn ich hinkomme. Ja, es geht einfach darum, dass wir wieder mal Punkte holen. Und ich glaube, heute gegen Lettland haben wir eigentlich eine super Chance. Gestern nach dem Abschlusstraining war es noch eine Möglichkeit gewesen, dass du in deine Verteidigung rückst. Ist es jetzt Tatsache geworden? Jetzt ist es Tatsache, jetzt ist es unumstößlich. Außer war am Nachmittag nicht mehr auf, aber geplant ist es jetzt. Ja. Also es ist sehr eine riesige Umstellung für mich. Ich habe praktisch mein Leben lang immer offensiv gespielt. Aber ich habe mittlerweile so eine Erfahrung, ich denke, dass es kein Problem sein sollte. Was wird die Marschroute sein von der Mannschaft heute Abend gegen Lettland? Ja, eigentlich wie immer. Zuerst mal kompakt stehen, wenig zulassen, Träume eng machen und dann probieren über Konter zum Erfolg zu kommen. Hast du als jetzt Trainer beim FC Balzers und Spieler in der Nationalmannschaft jetzt irgendwie eine andere Sichtweise auf den Fußball, auf so ein Spiel? Ja, es ist schon eine spezielle Situation, ganz klar. Weil natürlich eure Nationalmannschaft sind Spieler von mir. Es ist natürlich sehr speziell. Weiter schaut man natürlich das Spiel ganz anders an jetzt, als Trainer. Man schaut sich auch Sachen ab von René Pauric und es ist sehr interessant. Ja, es war eine ganz tolle Aktion. Das ist im November. Es sind ein paar Vertreter für die Nationalmannschaft bei unserer Schule. Und das war für unsere Schüler sehr interessant zu sehen, wie sich die Spieler natürlich vorbereiten auf das Ländermatch.
Es gibt sehr viele Fußballinteressierte. Es sind einige, die im Verein spielen. Und die haben natürlich die grossen Vorbilder, die in der Nationalmannschaft spielen, haben sie hier live miterleben dürfen und heute wieder. Und wie gesagt, heute Abend sind wir beim Match dabei und führen natürlich die Nationalmannschaft an.